Hey Leute, was geht? Ich bin's Timmy, Freunde. Wir sind gerade hier in meinem Haus und ich sag euch ehrlich, draußen sieht's richtig gut aus. Heute ist richtig schönes Wetter, hä? Was ist denn da jetzt draußen los? Was stand hier? Ach, der da. Warte mal, Freunde, ich muss mal kurz auf die andere Seite gehen. Mal kurz hier rausgehen. Was macht der da in meinem Haus? Das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Das ist TNT. Und das ist auch noch das teure TNT. Oh Gott, nein, der darf mich nicht sehen. Warum macht er das? Ey, wenn Wolf was passiert, dann raste ich aus. Ey, Wolf, vielleicht musst du mal ein bisschen weggehen da. Und was ist das für eine komische Statue da drüben, ey? Ey, was war das für ein Riesenknall? Oh, ich gehe besser hoch, ich nicht, dass er mich sieht. Oh. Hey, jetzt haut der ab, oder was? Ey, lass mal kurz anschauen, was der da macht. Hä, das... Ey, Stani! Jetzt reicht's mir! Ich hab dich auf offener Kamera erwischt! Ich mach grad einen Vlog, ey! Das kann nicht sein! Was machst du da? Ich mach gar nichts, Timmy! Na klar, du machst hier meinen Pool kaputt und hast meinen Hund bedroht, ey! Wo bist du denn, Timmy? Guck mal, hier ist alles kaputt! Ich bin hier, ey! Nein, was alles soll heile das? Hier! Alles heile, alles wie heile! Wie alles heile? Ich ruf gleich die Polizei! Hier ist alles kaputt, ey! Mein ganzer Pool ist kaputt! Timmy, was soll das? Das ist eine Anordnung von ganz oben gewesen. Was für eine Anordnung von ganz oben? Wer macht solche Anordnungen? Sag mir das mal. Bestimmt der Netherite-Clan, ne? Ich sag dir ehrlich. Das macht die Krümelkiste. Niemals. Die Krümelkiste hat die Anordnung gegeben, diesen Pool abzureißen. Das kann gar nicht sein, weil die Krümelkiste hasst nämlich TNT und würde niemals was sprengen. Das weißt du genau. Deswegen hab ich das ja übernommen. Und du machst so eine Arbeit, ey, hör auf, das abzubauen, das ist mein Eigentum, hallo. Ey, Stani, was soll das? Die Krümelkiste, gefällt das hier nicht, Stani, mit deinem Pool? Ich weiß ja, dass wir oft Differenzen hatten und uns vielleicht auch mal gestritten haben, aber trotzdem muss man doch nicht mein Haus in die Luft jagen, ey. Nein, habe ich auch nicht gemacht, Timmy, habe ich nicht gemacht. Nein, du hast dich mal in die Luft gejagt. Timmy, ne? Der Pool wurde nicht genehmigt. Ja gut, da hast du recht. Das der weißt wurde, du selber. Ja, ich weiß, dass der nicht genehmigt wurde, er wurde aber geduldet, das ist ein Unterschied. Ja, aber jetzt war es Zeit, den abzureißen, weil sich auch mehrere Mitbürger Krümelkiste beschweren. Wie kann man sich denn auf einer Krümelkiste beschweren gegen den Jungen, der pink ist, ey? Es haben sich sehr, sehr viele Leute beschwert, Timmy. Es tut mir ja auch leid. War das Banks, der sich beschwert hat? Unter anderem, ja. Du willst mir sagen, ich muss Banks herholen, das kann nicht sein. Banks, unter anderem hat der sich auch beschwert. Jetzt reicht's mir, ey. Als ob Banks sich beschwert hat bei meinem Pool. Wenn das eine Lüge ist, dann gibt's richtig Ärger. Ich sag ihm jetzt, er soll kommen, dann klären wir das. Ja, er kann gerne kommen. Zu meinem Haus kommen. Bitte. So, der kommt jetzt. Und jetzt bin ich echt gespannt. Ich sag dir ehrlich, Timmy, das muss doch nicht so eskalieren. Bau einfach einen neuen Pool und gut ist, der cooler aussieht. Ich habe noch gar nichts von Flauschi gehört, Mann. Die macht irgendwas, die macht ihre Büroarbeit und dann kommst du daher und springst beim Pool in die Luft. Was soll das? Timmy, dein Pool war Müll gewesen und der hatte keine Genehmigung. Leute haben sich beschwert. Niemals, der war voll schön, ey, mit den ganzen Korallen da unten. Wenigstens sind die noch die da. Die Korallen kommen auch weg. Was? Nein. Nein, die Korallen müssen auch weg. Hey, das war voll anstrengend, die Korallen zu holen, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Dein Ernst? Nein, Stani! Wenn du das machst. Hey, Banks, bist du da? Müssen weg. Ey, hast du dich beschwert bei meinem Pool? Ich? Banks? Warum? Ja, hier wird behauptet, dass sich Leute wegen dem Pool beschwert haben. Richtig, Stani? Ja, Alter, hier richtig. Ist ja alles kaputt. Ja, ach nee, ist hier alles kaputt. Und die Polizei macht doch gar nichts, ey. Er sagt, das ist... Ja, du musst auch erstmal Anzeige erstatten. Ja, dann erstatte ich hier mit Anzeige gegen der einen Pool Unbekannt. Hatte keine Genehmigung, Timmy. Da brauchst du keine Anzeige erstatten. Ja, der hatte keine Genehmigung, aber... Hey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Nein, was soll ich denn jetzt machen, ey? Ich bin nur Vollstrecker der Stadt. Was kann man denn da machen, Banks? Er ist der Vollstrecker von der Stadt und ich will Anzeige gegen die Stadt machen. Haben Sie denn, haben Sie eine Marke, einen Ausweis? Was, eine Marke? Ich? Ha, jetzt wirst du hochgenommen. Nee, ich habe jetzt keinen Ausweis dabei. Nieder mit den Netherite Guards. Das kann mit Flauschi abgesprochen werden. Das Ding hat keine Genehmigung. Dann holen wir jetzt Flauschi hierher. Wird Flauschi das denn bestätigen, dass du natürlich hier der offizielle Schlossmeister bist? Dann müssen wir Flauschi jetzt herholen. Ich hole sie jetzt her. Ich habe ein bisschen Angst auch gerade, weißt du? Warum? Wieso hast du Angst vor dem? Ja, weil Flauschi hat mir auch schon eine Ansage gemacht, dass mein Gebäude zu groß wird, nicht dass jetzt meins auch gesprengt wird. Was brauchst du denn da hinten überhaupt? Das ist voll groß da hinten. Ja, ich habe mich ein bisschen überfordert. Okay, ey, lass mal lieber Flauschi kurz herholen, dann klären wir das, ja? Okay. Warte mal.
Stani, ich sag dir ehrlich, ich bin sowas gar nicht von dir gewohnt, Mann. Das ist echt eine Nummer zu viel, was du hier gemacht hast. Timmy, es tut mir leid, aber wenn du keine Genehmigung hast und dich nicht an die Regeln hältst, dann gibt's Ärger. Ich halte mich immer an die ganzen Sachen. Da unten ist ja noch voll viel DNT. Ja, da unten ist richtig viel DNT. Das gesprengt. Bitte mal. Aber das ist ein Naturschutzgebiet. Ja, das ist Naturschutz, genau, Stani. Haha, jetzt haben wir dich. Flauschi wird das Naturschutz abreißen, sag ich dir so, wie es ist. So, wo ist Flauschi? Ich kenne Flauschi so gar nicht. Die würde niemals was machen. Flauschi ist richtig radikal in letzter Zeit, ohne Witz. Ja, oha. Ich weiß auch nicht, warum. Wo ist Flauschi? Weiß ich nicht. So, ich hab hier einen Knall gehauert, Leute. Ja, was ist los hier? Hier ist ein Riesenknall gekommen, ey. Und zwar hat Stani, das habe ich mit meiner GoPro aufgenommen, hat dir alles kaputt gemacht, ja. So, wann hast du eine GoPro? Kann ich die mal sehen? Das scheint zu laufen, ja, das Business. Ne? Ja, wen natürlich. Hast du denn abgezogen? Hier, ich hab niemanden abgezogen, ey. Ich wollte ja auch eine GoPro haben. Ich will auch eine GoPro. Ja, warte, ich geb dir auch eine. Hier. Wow. Richtig cool. Und da seht ihr, dass Stani das kaputt gemacht hat und behauptet im Auftrag. Ja, aber Timmy, das geht so nicht, dass du hier so einen kaputten Pool hast. Den musst du neu bauen, ne? Der war doch gar nicht kaputt. Den hat Stani kaputt gemacht. Ja, es geht nicht darum, wer den kaputt gemacht hat, sondern dass er kaputt ist. Bau den neu, ey! Was soll denn das jetzt, ey? Es geht nicht darum, wer ihn kaputt gemacht hat und der hatte eh keine Genehmigung. Naja, Flauschi, das stimmt allerdings. Offiziellen Sprengbeauftragten auf der Insel. Ja, ganz klar, Stani. Echt? Was, Stani? Ja, klar. Okay. Guck, der sieht schon aus wie ein Creeper. Stani, tut ich mir leid. Ich wusste das was nicht. Was keine Genehmigung kann. Okay, Flauschi, da müssen wir auf. Ganz dringend was klären. Was? Bevor Warum? Stani das Was müsst ihr denn erklären jetzt? Ja, Timmy, du mach mal deinen kaputten Pool jetzt hier richtig, bitte. Ja. Das ist so. Ich überprüfe das nachher. Bau den neu, bitte. Ja, und schön. Neu, ja, mach ich, Leute. Flauschi, wie viel muss ich für eine kleine Baukraft? Stani, tut mir leid. Ja, ich wusste nicht, dass du beauftragt bist. Ja, ich habe das Ganze schon gesehen. Lass uns mal nach oben gehen. Ey, ich wusste das gar nicht, dass Stani jetzt hier so eine wichtige Position hat, ey. Und mein Pool, der ist auf einmal ein richtig dolender Auge von den ganzen Leuten. Aber, Freunde, wir klären das auf jeden Fall. Wir reparieren den Pool. Stani? Warum lachst du? Das ist nicht witzig. Ey, tut mir leid, dass ich den falsch gebaut habe. Ich repariere den jetzt, okay? Kümmer dich drum, Timmy, sonst wird hier dein Haus gesprengt. Aber vielleicht musst du wirklich da unten das auch wegtun, weil das ist ja auch illegal eigentlich. Ja, natürlich wird das weggetan. Oh mein Gott, der macht das wirklich. Das war ein Prank, Mann. Oha. Das sieht jetzt viel besser aus. Natürlich sieht das besser aus. Oha, vielleicht sollte ich ein bisschen weggehen. Doch, das sieht echt viel besser aus. Hast du gut gemacht, Stani. Oha. Ja, kümmere dich. Bau das wieder ordentlich. Ich baue das ordentlich, keine Sorge. Und wenn das dir nicht gefällt, dann kannst du es wieder kaputt machen, ja? Juhu, super. Alles klar, danke dir. Bis später, Stani. So, ich spreng dir in dein Haus, weil das gefällt mir auch nicht. Okay, wenn das deine Aufgabe ist, dann machst du es wohl. Nein, das war ein Prank. Ach so, Stani, ich wusste doch, dass du Spaß machst, ey. Bau jetzt den Pool noch. So, Timmy, hast du den Pool schon gebaut? Nein, ich musste gerade noch mit Stani was klären. Ich mach das jetzt. Der könnte schon lang fertig sein, wenn du nicht so viel reden würdest. Ja, okay, tut mir leid, ich fange jetzt an. So, zack. Flauschi, hast du eine Vorstellung, wie der gebaut werden soll? Nein, ist doch dein Pool, aber schön halt. Ja, also mit Pflanzen, oder wie? Ja, schön halt. Weiß ich doch nicht. Ja, okay, also modern, mit pink. Pinkes Glas. Ja. Okay, ja, besorge ich, alles gut. Ihr seht aus wie ein Liebespaar mit eurem Pink. Was? Hör auf, was du sagst. Ich will nichts von Flauschi. Was willst du? Candy will was von Flauschi und Alphastein, aber ich nicht. Ich finde Mädchen voll eklig, ey. Ich sag dir ehrlich. So, beeil dich, Timmy. Ich baue doch schon, das siehst du doch. Hier, das wird voll schön und so. Stani? Ich glaube, Stani ist weg, oder? Ich habe doch gar keine Ahnung, wie man einen Pool baut, ey. Nein. Ich kann nur Häuser bauen, Leute. Aber einen Pool, wie soll ich denn einen Pool bauen? Oh, hier, zack. Ja, hier ist ja alles kaputt, Mann. Oha. Ey, Freunde, die haben echt richtig viel kaputt gemacht hier. Das könnte auf jeden Fall ein bisschen dauern, das Ganze zu reparieren. Aber wir kriegen das definitiv hin. Hier noch ein bisschen da. So, zum Glück ist hier noch ein bisschen das Fundament von dem ganzen Pool. Jetzt müssen wir nur noch hier... Naja, wie sollen wir das machen? Ich würde schon gern hier wieder... Ich dachte gerade, da ist immer noch TNT, aber ist nicht. Ich würde schon gern, dass das Wasser hier so runtergeht. Das finde ich eigentlich richtig schön. Wir brauchen auf jeden Fall weißen Beton. Und wir müssen hier noch ein bisschen was machen. So, zack. Hier auch. Das noch schöner machen. Zack.
Ey, das kann echt nicht sein. Die haben wirklich alles zerstört hier, ne? Bro, das ist so... Ich kann aber auch nichts machen, Freunde, weil Flauschi ist nun mal die Bürgermeisterin. Das müssen wir auch respektieren. Und wenn die mir fünfmal sagt, dass der Pool nicht schön ist, dann muss er eben weg, wisst ihr? Deswegen, wir werden auf jeden Fall mit viel Glas arbeiten, mit pinkem Glas. Und wenn er fertig ist, sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Bis gleich. So, ihr könnt es vielleicht schon unten ein bisschen erkennen. Ich habe auf jeden Fall weitergebaut. Und ich habe die Anforderungen vom Flauschi auf jeden Fall übernommen, Freunde. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Irgendwie läuft da aber noch Wasser runter. Da muss ich nochmal drüber schauen. Aber Ziel ist das Ganze, dass man hier so reingehen kann. Man hat hier mehrere Seelaternen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine gute Belichtung diesmal. Und wir machen auf jeden Fall viel, viel mit pinkem Glas, weil Flauschi das ja richtig mag. Und ich werde hier vielleicht noch ein bisschen mehr von diesem pinken Glas reinbauen, damit das Wasser schön darunter läuft. Wisst ihr? Zack, so hier hin. Und hier kommt auch nochmal eins hin. Und ich glaube, hier an den Seiten läuft doch das Wasser raus. Dann machen wir das nämlich einmal so. Ist das Ganze jetzt symmetrisch? Ja, das müsste symmetrisch sein. Wir müssen jetzt auf jeden Fall unten schauen, Freunde, weil ihr seht, hier ist richtig noch Chaos. Irgendwie kommt da die ganze Zeit Wasser raus und das gefällt mir eigentlich nicht so. Das heißt, hier können wir die Stelzen eigentlich nochmal wieder hinmachen. Das war eigentlich ganz nice. So. Und wo kommt jetzt das ganze Wasser her? Ich check's nicht. Ey, ich glaube hier so... nee, das passt immer noch nicht ganz. Ich würde sagen, wir machen hier auch noch ein bisschen weiter zu. Ey, das ist echt nicht einfach, so einen Pool zu bauen. Ich wollte ja eigentlich heute ein Kino bauen. Naja, das wurde jetzt leider nichts, Freunde, weil mein Pool hat eigentlich ein bisschen Vorrang. Ich will jetzt nicht hier ein kaputtes Haus haben, wisst ihr? Das wäre gar nicht schön. Deswegen würde ich sagen, dass wir auch hier was machen und wir machen hier was hin. Dann machen wir die Stelzen so runter. Zack, 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 zack. Sehr gut. Oha, das geht ja hier richtig weit runter wegen der Explosion und so. Wie machen wir das? Wir müssen auf jeden Fall uns was überlegen, weil so sieht das Ganze noch nicht gut aus, Freunde. Vielleicht muss ich hier an den Seiten auch noch das hinmachen und ich hoffe, dass jetzt das Wasser nicht mehr so komisch runterläuft. Funktioniert das jetzt? Ey, von oben sieht es ja eigentlich gut aus, aber warum ist hier hinten noch Wasser? Wo kommt das Wasser her? Warte mal, das kommt von da, da, da und geht dann irgendwie hoch. Vielleicht müssen wir... Aua. Ah, ich weiß, wie wir es machen. Moment. Freunde, ich habe das Problem mit dem Wasser immer noch nicht ganz gelöst. Und vielleicht muss da hinten irgendwas hin. Wartet mal. Ne, okay, das Wasser kommt definitiv nicht von da hinten. Das kommt definitiv von hier vorne. Ich habe das jetzt versucht irgendwie zu ändern, aber bis jetzt funktioniert das nicht ganz, Freunde. Das ist ein bisschen kritisch. Ich muss mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, das liegt nämlich hier ran. Ich habe so eine Vermutung. Au! Ich habe so eine Vermutung, dass das... Na, so vielleicht. Zack. Oha. Das bringt sogar echt was. Wartet mal. So, ich habe jetzt erstmal das ganze Wasser hier gestoppt, Freunde. Weil irgendwie kann das nicht funktionieren hier. Ich habe hier zum Glück noch Wasser. Das heißt, wir können hier natürlich noch arbeiten. Das heißt, ich mache mein Wasser erstmal hier so hin. Dann haben wir nämlich hier so einen Übergang. Und jetzt kommt erstmal das hier weg. Weil das brauchen wir alles nicht. Wisst ihr? So, das kann auch weg. Zack, zack, zack. Weg damit. Das ist ja alles so provisorisch gewesen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch die ganzen pinken Blöcke wegmachen. So, weg damit. Freunde, ich würde mal sagen, ich werde jetzt auf jeden Fall das Wasser wieder freilassen. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt funktioniert. Weil es muss eigentlich jetzt funktionieren. Okay, das Wasser läuft runter. So, wir fliegen einmal rüber. Und ja... Ja, es funktioniert wieder. Let's go. Wir haben wieder unser Wasser. Aber warum ist da so ein Doppelding? Irgendwie ist hier das Wasser doppelt hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ist auch egal. Bis jetzt sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Vielleicht lassen wir das erstmal so. Diesmal machen wir da nichts hin, wisst ihr? Und dann machen wir hier natürlich noch so eine schöne Sonnenbank vielleicht hin. Das heißt, wir machen hier erstmal noch so einen kleinen Weg. Zack, zack, zack. So, dann wird das hier nämlich unser Hausweg, wo man vom Garten in den Pool gehen kann. Vielleicht müssen wir nämlich auch mal einen Garten bauen, das ist auch nämlich ganz wichtig. Und hier machen wir unsere Liege hin. Genau, hier können wir ja unsere Liege ein bisschen hinmachen. Wie viel weißen Beton haben wir noch? Ja, wir haben auf jeden Fall noch gut weißen Beton da. Das heißt, wir können eigentlich auch sehr viel machen. Ich werde so eine kleine Grünfläche da lassen. Aber erstmal muss hier auf jeden Fall viel, viel abgebaut werden. Und hier muss auf jeden Fall sich einiges verändern. Der Flauschi hat mir einen Auftrag gegeben, dass es schön sein muss. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall schön machen.
So, das kommt hier weg. Die Pflanze kommt auch erstmal weg. Und jetzt wird hier richtig schön gebaut. So, Freunde, mittlerweile bin ich fertig geworden. Ich würde euch jetzt das Endergebnis zeigen von dem neuen Pool, den ich gebaut habe. Und ich hoffe echt, dass mein Haus nicht weggesprengt wird. Das wäre echt richtig, richtig doof. Aber ich werde euch mal zeigen in 3, 2, 1, was ich gebaut habe. Und zwar seht ihr hier schon, dass ich hier was komplett Neues gemacht habe. Ich habe nämlich hier überall Pflanzen hier angepflanzt. Und zwar diese hier. Da können wir eigentlich theoretisch noch weitermachen. Zum Beispiel können wir hier noch welche hinmachen. So, dann können wir die hier hinmachen. Wir machen hier die Straße auch ein bisschen schöner. Wisst ihr, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das auf jeden Fall richtig, Freunde. So, zack, hier kommt was hin. Dann kommt hier was hin. So, dann hier auch wieder zwei. Sehr gut. Und zack. Jetzt sieht das auch richtig, richtig gut aus. Aber da vorne werdet ihr jetzt auch schon den Pool sehen. Okay, ja, ihr könnt schon ein bisschen erkennen. Und zwar hier ist eine Küche entstanden. Das ist so eine Outdoor-Küche, wisst ihr, wo man so ein bisschen Barbecue machen kann. Man kann hier aber auch einfach Hände waschen, wenn man zum Beispiel jetzt sich die Hände schmutzig gemacht hat, weil man zum Beispiel im Garten irgendwas gemacht hat. Ich habe zum Beispiel auch hier, habe ich die Steine erweitert. Und dann habe ich hier natürlich auch ganz, ganz viel weißen Beton gemacht, weil ich finde, das sieht richtig gut aus. Gleichzeitig kann man sich auch hier hinsetzen. Ja, ist auf jeden Fall auch sehr entspannt. Gefällt mir auch ziemlich gut. Und was man auch machen kann, ist direkt hier ins Wasser reingehen. Und der Pool sieht so aus, Freunde. Hier wurde der erweitert und man kann hier direkt runtergehen zu den ganzen Korallen. Stani hat ja einiges mit TNT kaputt gemacht. Ist aber nicht schlimm, Freunde. Weil ich sage euch ehrlich, guck mal, man kann hier ganz einfach schön ein bisschen schwimmen und so. Also wenn das Flauschi wegspringt, sage ich euch ehrlich, dann bin ich richtig, richtig enttäuscht. Aber mir gefällt es richtig gut. Hier hinten habe ich auch ein paar Sachen weggemacht. Eigentlich können wir das auch ein bisschen wegmachen. So, das kommt auch weg, das da hinten auch und das auch, sehr gut. So, das sieht eigentlich echt nice aus. Hier oben haben wir zum Beispiel auch noch hier das von Candy. Ihr wisst, das habe eigentlich ich gebaut, aber nein, das ist eigentlich doch von Candy, Freunde. Aber irgendwie fehlen die ganzen Kekse hier, ich habe keine Ahnung warum, aber das ist richtig merkwürdig, ne? Und dieser Smiley muss auch mal geändert werden. Aber jetzt habt ihr ungefähr den Umriss von diesem Haus gesehen. Mir gefällt das richtig gut, sage ich euch ehrlich. Würdet ihr hier das weiß lassen oder so, soll ich hier das so lassen? Also soll ich zum Beispiel hier weiß machen oder soll ich hier zum Beispiel das mit Glas machen? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich würde das jetzt eigentlich so lassen, Freunde. Wir sind gerade auf Server. Amir, Banks, okay. Nee, ich würde sagen, das passt soweit. Und zum Glück geht's mein Hund gut, ey. Boah, das wäre richtig doof, wenn Stani den kaputt gemacht hätte, ey. Zum Glück geht's dir gut, Hundi. Doch, ich würde sagen, Freunde, das soll es erstmal von diesem Video gewesen sein. Wir haben auf jeden Fall richtig viel gemacht. Und diese komische Statue, wartet mal, die muss ich auf jeden Fall noch abchecken. Was hat Klausche da drüben hingebaut, ey? Da ist einfach eine riesen Statue, was? Ey, die ist ja riesig, oha. Schaut mal, wie das von hinten aussieht. Ja, das sieht auf jeden Fall fresh aus. Wisst ihr, was richtig krank wäre? Wenn natürlich daneben so eine Candy-Statue wäre, dann so eine Flauschi-Statue mit so einer Candy-Statue zusammen. Ey, ich sag euch ehrlich, das wäre richtig witzig. Und schaut mal, wie Krümeltown aussieht, ey. Also ich sag euch ehrlich, irgendwie ist das Herz ein richtiges Wahrzeichen geworden. Oh ja, der Pool tut sich auf jeden Fall gut eingliedern, finde ich. Also das kann man auf jeden Fall lassen. Ich hoffe jedenfalls, dass sie das lassen. Und was mit Banks sein Haus? Sollen wir das auch mal kurz abchecken? Komm, wir checken auch mal das Haus ab. Da war ich nämlich... Was macht der denn da? Oha, das sieht ja voll krass aus. Also das Haus ist auf jeden Fall richtig heftig. Das sieht aus wie so ein Stadion oder so. Oh, wir gehen mal kurz rein. Wow, steht hier irgendwas? Unerlaubte Grundstückserweiterung, bitte melden, oh oh, ey, das gibt noch richtig Ärger, ne, ich sag euch ehrlich, da wird Flauschi, glaube ich, richtig ausrasten, auch das richtig cool, das Holz hier, und Alphastein, was hat der da gemacht mit seinen komischen Schildern, der versucht immer noch Flauschi zu beeindrucken, was aber auf jeden Fall schwierig sein wird, aber zum Glück gefällt Alphastein, das Haus gefällt mir auch sehr, sehr gut, doch Freunde, ich würde sagen, das soll es jetzt wirklich gewesen sein von diesem Video, ich habe euch mal eine kleine Roomtour gegeben von der Flauschi-Küste bzw. Krümelküste. Wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder ist, Timmy auf der YouTuber-Insel. Tschüss, bis bald, haut rein!